Hallo, schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen Sendung Nachgefragt mit dem Thema Der Arbeitsmarkt strauchelt. Kurzarbeitergeld und Arbeitslosigkeit, wie sieht es aus aktuell auf dem Arbeitsmarkt? Jedes dritte Unternehmen in Deutschland hat Kurzarbeitergeld beantragt. Das heißt, 10 Millionen Arbeitnehmer erhalten momentan Kurzarbeitergeld. Die Bundesregierung hat das Kurzarbeitergeld eingeführt, um die Arbeitslosigkeit abzufedern. Vor einem Jahr, im Juni 2019, hatten wir eine Arbeitslosigkeit von 4,9%. Aktuell haben wir eine von 6,2%. Viele Menschen haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Auch wir beobachten mit großer Sorge den Arbeitsmarkt. So wandelte sich dieser doch komplett. Im Januar suchten die Firmen noch händeringend Fachkräfte. Aktuell reden wir von einer großen Rezession mit einer hohen Arbeitslosigkeit. Ich begrüße heute Abend ganz herzlich Alexandra Fuchs, Geschäftsführerin operativ von der Agentur für Arbeit Hildesheim. Guten Tag. Und Claudia Geier, Fachdienstleiterin des Jobcenters Landkreis Peine. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Bevor wir über Zahlen und Statistiken reden, möchte ich Ihnen eher eine Frage stellen, die man vielleicht am Ende von so einer Sendung vermutet. Frau Fuchs, wie haben Sie persönlich den Lockdown und die Corona-Zeit bisher erlebt? Ich denke, diese Zeit und diese Corona-Krise bislang hat natürlich jeden sehr bewegt. Und wenn ich so zurückschaue oder dann auch in die Zukunft schaue, dann sind da schon ein paar Dinge, die ich für mich persönlich mitnehmen kann und will. Und zum einen ist das Thema oder ist es eine große Zuversicht, weil ich finde, bei allem, was da passiert ist, auch an Ängsten, an Leid, an Sorgen, die die Menschen haben um Arbeitsplätze, die komische Situation, in der wir uns befunden haben und auch immer noch befinden, hat sich ein ganz großer Zusammenhalt entwickelt. Das habe ich einmal bei der Arbeit gemerkt, in ganz hohem Maße, aber da kommen wir ja vielleicht auch noch dann später drauf. Aber auch im privaten Bereich. Ja, ich wohne in Hannover in der Stadt, da haben sich ganz viele Initiativen gebildet, Nachbarschaftshilfen zum Einkaufen für Menschen in Quarantäne. Es haben kleine Läden haben ganz kreative Ideen entwickelt, um zu überleben. Zum Beispiel haben die so ein kleiner Laden bei mir in der Nähe, den ich besonders gern mag, der so Dekoration und Krimskrams verkauft, hat Wundertüten nach draußen vor die Tür gestellt mit einer kleinen Blechdose daneben, wo man das Geld auf Vertrauensbasis reinstecken konnte. Da habe ich meine Ostereinkäufe gemacht. Ja, also ich habe da nicht gespart in der Corona-Zeit. Und das ist ganz toll und der hat Gott sei Dank auch überlebt. Da bin ich sehr froh. Also die Besitzerin ist da sehr kreativ geworden und alle haben mit angepackt. Also ein hohes Maß an Zuversicht. Zum anderen, dass sehr viel mehr möglich ist, als wir eigentlich oft denken. Ich beziehe mich da auf das Thema Homeoffice, aber auch Videokonferenzen, Skypen, sowohl bei der Arbeit, aber auch im privaten Bereich. Ich habe Freunde, die sind in Deutschland verteilt. Wir sehen uns alle Jubeljahre, manchmal telefonieren wir. Wir sind eine Gruppe von Freundinnen auch. Wir haben jetzt Videokonferenzen regelmäßig eingeführt. Ja, dass wir uns per Video treffen, das hätten wir schon viel früher machen können, haben wir aber nicht. Wir führen das jetzt natürlich fort. Also es ist so viel mehr möglich, als wir oft denken und das hat auch diese Krise wieder gezeigt. Und als letztes, das ist ein ganz persönlicher Eindruck, bei allem wirtschaftlichen Folgen, die das hatte und dieser Lockdown hatte das massiv, das wissen wir alle, nehme ich dennoch eine Erinnerung an ein Bild einer stillen Großstadt und mit einem wirklich strahlend blauen Himmel mit, ja, weil da fuhr kein Auto mehr, die Straßen waren fast leer und der Himmel war blau. Es ist gut, dass alles wieder in Bewegung ist, das ist ganz wichtig für uns alle, aber dennoch ist das eine Erinnerung, die ich mir behalte. Frau Geier, wie haben Sie diese Zeit empfunden? Ja, also ich würde mich tatsächlich auch anschließen wollen an diese Situation, dass alles anders war. Das hätte man sich kurze Zeit vorher, wir hatten an dem Wochenende auch gefeiert und dass wir von zwei Tagen später wirklich die Welt mehr oder weniger stillsteht, hätte man nicht vermutet. Und was für mich ein ganz besonderer Moment war, ist von heute auf morgen waren sämtliche Termine aus meinem Kalender weg. Gerade im privaten Bereich ist ja der Kalender oftmals voll und es war auf mehrere Wochen hinaus leer. Und jetzt erstmal an das Wochenende zu gehen und spontan zu überlegen, worauf habe ich denn jetzt Lust, was mache ich, war eine ganz andere Erfahrung. Gerade als arbeitende Mama von zwei Söhnen ist es dann doch immer auch ein großer Spagat zwischen Familie und Beruf. Und auch zu lernen, Geduld aufzubringen und Verständnis auch für andere, dass einfach Dinge nicht mehr so einfach mal so schnell gehen. Einfach mal schnell in den Laden rein, zum Bäcker rein, das ging einfach nicht mehr und geht zum Teil auch jetzt nicht.
dass man wirklich bis zum Teil 20 Minuten brauchte, bis man überhaupt drangekommen ist. Das wäre mir vor ein paar Wochen noch, ist mir auch sehr, sehr schwer gefallen. Und einfach zu sagen, was stört jetzt daran, mal kurz zu warten, so ein Stück weit auch diese Entschleunigung zu spüren, tut mir persönlich gut. Frage ist nur, wie nachhaltig ist das Ganze? Schauen wir mal. Viele von uns waren im Homeoffice. Momentan findet analoge und digitale Arbeitswelt gleichzeitig statt. Auch in Firmen, wo es vorher undenkbar war. Denken Sie, es bleibt auch nach der Corona-Krise dabei, Frau Geier? Also Homeoffice ist sicherlich ein Arbeitszeitmodell, was Zukunft hat. Wir im Jobcenter hatten auch schon vor Corona über 30% an Mitarbeitenden, die auch Homeoffice hatten. Ich glaube aber nicht in diesem Umfang, wie wir es zu Corona-Zeiten erlebt haben, dass über mehrere Wochen, über einen längeren Zeitraum Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten. Ich denke, es kommt auf die Situation im Unternehmen drauf an. Ich glaube, es gibt Branchen, da ist es tatsächlich egal, ob sie von zu Hause aus arbeiten, weil sie ein Projekt fertig machen müssen, oder ob sie wie wir im Jobcenter mit Kunden arbeiten, wo sie auch persönliche Beratungsgespräche brauchen. Das haben wir ja auch gerade festgestellt und steigen da auch langsam wieder ein, weil sie diese digitale Form, Telefon und auch Videokonferenzen, ein persönliches Gespräch nicht ersetzen kann. Es geht um sensible Problemstellungen, die sie einer fremden Person am Telefon einfach nicht anvertrauen. Und deswegen braucht es das auch das Zwischenmenschliche unter den Kollegen, sich auf dem Flur mal treffen, auch mal einen informellen Austausch. Da geht auch was verloren, wenn sie das in so einem Umfang haben. Von daher glaube ich, dass sich eine Veränderung eintritt und wir auch dabei bleiben, Homeoffice weiter in Deutschland und auch weltweit auch zu forcieren, muss es auch. Aber für uns im Jobcenter sicherlich nicht in dieser Stärke. Besonders im Homeoffice wird mal vormittags und mal abends gearbeitet. Mittags, wenn die Kinder nach Hause kommen, wird eine Pause eingelegt. Frau Fuchs, denken Sie, es wird eine Lockerung der bisherigen Arbeitszeitmodelle geben? Also ich hoffe, da, wo es möglich ist, auf jeden Fall. Da schließe ich mich ein bisschen bei Frau Geier an. Nicht überall ist alles möglich, einfach aufgrund der Tätigkeit, die ausgeübt wird. Aber dort, wo die Möglichkeiten im Rahmen der Arbeit bestehen, hoffe ich sehr, dass sich diese flexiblen Arbeitszeitmodelle auch fortführen nach der Corona-Krise. Wir als BA sind da schon sehr breit aufgestellt. Also da gibt es diverse Arbeitszeitmodelle in Teilzeit, vormittags, nachmittags, nur ein paar Tage. Und auch gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir eben tatsächlich auch in Schichten gearbeitet, um das auch im Rahmen der IT überhaupt möglich zu machen. Also früh morgens, spät abends. Auch da hoffe ich, dass das so ist für die Mitarbeiter nötig und sinnvoll ist, zum Beispiel im Rahmen von Betreuungspflichten, aber eben mit der Arbeit vereinbar ist, dass sich das auch fortführt. Wobei man auch immer sagen muss, und da beziehe ich mich auch auf das Thema Homeoffice nochmal, aber auch auf Arbeitszeitmodelle, das ist nicht nur was auf dem Papier steht, sondern es ist auch eine Frage der Akzeptanz. Ja, es ist eine Frage der Kultur und da muss man natürlich auch immer gucken, wie ist die Einstellung im Unternehmen sowohl der Vorgesetzten als auch der Mitarbeiter insgesamt, das auch zu akzeptieren, dass man zu Hause, aber auch früh morgens oder spät abends oder wann es eben passt, genauso gut arbeitet, auch in Teilzeit, wie wenn man im Vollzeit am Schreibtisch sitzt. Wie arbeiten Sie aktuell im Jobcenter, Frau Geier? Haben Sie schon wieder geöffnet für Ihre Kunden? Ja, zunächst hatten wir im März sehr kurzfristig das Haus für den Publikumsverkehr geschlossen und sind von persönlicher Beratung auf telefonische Beratung umgestiegen. Wir haben auch Mailverkehr, Schriftverkehr im unter 25-jährigen Bereich auch per SMS Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden gehalten. Die Anträge konnten per Homepage, aber auch im Foyer auch abgeholt werden und wieder an uns zurückgeschickt werden. Wir haben eine Jobcenter-Hotline eingeführt gehabt aufgrund des hohen Aufkommens von Anrufen. Und wir haben ab 15.06. für uns entschieden, dass wir wieder in die persönlichen Gespräche gehen, sehr verhalten und auch situativ auf das Infektionsgeschehen hier vor Ort geachtet und haben gerade im Neukundenbereich gesagt, wir laden Kunden wieder ein, dass der Antrag auch persönlich abgegeben werden kann, weil sie die Fülle an Informationen, die man tatsächlich auch hat, gar nicht in einem Telefonat komplett abfedern kann. Und auch für den Vermittlungsbereich, auch für Kunden, die schon längeren Leistungsbezug bei uns auch sind, bieten wir das an, dass sie aufgrund von Terminvereinbarungen wieder Kontakt zu uns aufnehmen können. Wir haben, bevor wir gestartet sind, einen Hygieneplan erstellt, der durch das Gesundheitsamt auch geprüft wurde, weil einfach der Mitarbeiterschutz und auch der Schutz unserer Kundinnen und Kunden natürlich an erster Stelle steht. Und das gilt es auch abzuwiegen.
Und mittlerweile ist natürlich das Telefonaufkommen rückläufiger. Wir haben die Telefonhotline wieder zum 15.06. abgeschaltet. Und die Türen und auch die Infothek, da bitte ich auch um Entschuldigung. Und ich denke, da sind wir aber auch alle im Klaren darüber, dass es das erstmal wahrscheinlich auch die nächste Zeit noch nicht geben wird, einen unkontrollierten Zugang im offenen Bereich. Da müssen wir jetzt wirklich in den nächsten Wochen schauen, wie entwickeln sich die Zahlen hier vor Ort, um dann auch seriös auch wieder da zu starten. Und bei Ihnen, Frau Fuchs, haben Sie schon wieder geöffnet oder gibt es noch Einschränkungen? Ich kann mich da im Großen und Ganzen, das ist bei uns ähnlich wie im Jobcenter hier in Peine bei Frau Geier. Also wir haben zum 18.03. ja das Haus komplett geschlossen, bundesweit alle Arbeitsagenturen, so eben auch in Hildesheim und in Peine, die Arbeitsagenturen. Bei uns ist es noch so gewesen, dass eben ein Drittel circa der Mitarbeiter bundesweit und auch hier in der Arbeitsagentur kurzfristig in den Bereich Kurzarbeitergeld geschult worden, um eben Anträge zu bearbeiten, sodass sich auch die Arbeit der Mitarbeiter von einem Tag auf den anderen ziemlich komplett verändert hat. Zusätzlich haben wir dann auch entsprechende Hotlines geschaltet. Also wir haben unser Service Center, aber wir haben eine zusätzliche Hotline für die Arbeitnehmer eingerichtet. Die läuft auch immer noch, die läuft auch weiter. Und natürlich für unseren Arbeitgeberservice, die haben wir ohnehin. Und für Jugendliche auch noch eine Hotline. Damit die für Beratungsgespräche anrufen können und haben eben telefonische Beratungen eingeführt. Und wir öffnen auch langsam, allerdings restriktiv, deshalb auch diese Hotline immer noch, weil wir eben auch in unseren Aufgaben uns immer noch ein bisschen anders aufgestellt haben. Wir haben entsprechend auch nach Hygienekonzepten entsprechende Räume eingerichtet in allen Geschäftsstellen, auch hier in Peine, in die wir Kunden einladen. Damit aber, wie gesagt, der Mitarbeiterschutz und der Kundenschutz vor allen Dingen eben auch gewahrt ist, unter allen Hygienestandards, die man kennt und braucht. Dort werden seit Beginn Juni wieder Gespräche durchgeführt, zusätzlich zu den eben noch vermehrt durchgeführten telefonischen Beratungen. Und auch unser berufspsychologischer Service macht wieder persönliche Testungen. Das ist einfach notwendig, weil man diese Gespräche und diese Dinge eben auch nicht unbedingt telefonisch führen kann. Und so nähern wir uns langsam, aber eine Komplettöffnung haben wir noch nicht. Und da beobachten wir eben auch weiter das Infektionsgeschehen, wie alle anderen auch. Mal gucken, was sich ansonsten aus der Corona-Krise entwickelt. Man ist teilweise mittlerweile in der Testung auch für Videoberatungen, Berufsorientierung per Webinar, aber da sind wir noch in der Entwicklung. Also eine teilweise Öffnung, aber eben noch kein offener Zugang. Frau Fuchs, bei Ihnen sind ja auch unheimlich viele Anträge eingegangen während der Zeit. Können Sie uns verraten, wie viele Firmen aus dem Landkreis Peine Kurzarbeitergeld angemeldet haben? Also ich kann Ihnen nicht ganz genau sagen, wie viele Firmen das sind. Ich kann Ihnen die Anzahl der Anzeigen sagen. Wenn ich Kurzarbeitergeld beantragen möchte als Firma, als Unternehmen muss ich erstmal eine Anzeige stellen, kann mich dann später entscheiden, ob ich wirklich Kurzarbeit in Anspruch nehme und dann noch einen Antrag stellen. Wir haben, und da muss ich jetzt mal auf meinen Zettel gucken, im Zeitraum April bis Juni für den Landkreis Peine 1029 Anzeigen gehabt. Im Vergleich dazu mal im Vorjahr waren es 8, ja, damit man so ungefähr eine Größenordnung hat. Man kann jetzt nicht sagen, ob die alle einen Antrag gestellt haben. Wir wissen aber aus Erfahrung, so aus der Bearbeitung aktuell, valide Zahlen gibt es dann später, die haben wir aktuell noch nicht, dass das schon, also gar nicht wesentlich weniger ist als diejenigen, die auch eine Anzeige gestellt haben. Und dann die betroffenen Personen, die dahinter stehen, denn die Betriebe müssen ja auch immer sagen, wie viele Personen dann betroffen sein werden im Rahmen der Kurzarbeit. Das sind 11.934 Personen im Landkreis Peine, die betroffen sein könnten. Im Vorjahr waren es 182. Das so als Größenordnung. Und wie viele Arbeitslose haben Sie mehr zu verzeichnen oder die Arbeitslosenquote für unsere Region, haben Sie die aktuell? Die habe ich auch aktuell. Die Zahlen sind ja ganz frisch da. Das waren im Juni, lag die Arbeitslosenquote bei 5,4%. Auch da wieder im Vergleich, damit man guckt, wo wir herkommen. Das waren im März 2020, also vor gut 3 Monaten, noch 4,5%. Und im Vorjahr, also im Juni 2019, 4,2%. Man muss allerdings dazu sagen, dass seit dem letzten Monat die Arbeitslosigkeit nicht mehr angestiegen ist. Und ich weiß nicht, das werden Sie vielleicht ähnlich bei sich erleben, Frau Geier. Wir erleben auch einen Zuwachs bei den Arbeitsstellen wieder. Also das war eine Zeit lang komplett eingebrochen. Bei den Arbeitsstellen haben wir jetzt wieder mehr Zugänge. Das sind vor allen Dingen Fachkräfte und bestimmte Bereiche, also noch nicht die Industrie, aber Handel,
Handwerk und natürlich Pflegeberufe. Also da kommen wieder vermehrt auch Stellen rein. Wenn die Mittel und Programme der Agentur für Arbeit nicht ausreichen, Frau Geier, dann bleibt für viele Menschen nichts anderes übrig, als bei Ihnen im Jobcenter Hilfe zu beantragen. Wie viele Neuanträge sind bei Ihnen eingegangen seit dem Lockdown? Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass wir im Durchschnitt um die 110, 120 Neuanträge im Monat zu verzeichnen haben, hatten wir schon im März eine Steigerung um die 200 Neuanträge, die bei uns eingegangen sind. Den Peak hatten wir tatsächlich im April, da hatten wir ca. 302 Neuanträge bei uns im Jobcenter Peine. Und das, was Frau Fuchs gerade sagte, dass ab Mai wieder eine positivere Tendenz erkennbar war. Bei den Zahlen ist es auch bei uns so. Wir hatten im Mai 158 Anträge, also schon wieder fast rückläufig. Und jetzt auch im Juni um die 146 Anträge, sodass wir fast mit einem positiven Trend auch in die Zahlen wieder gehen, die wir vor Corona hatten. Und das, was auch Frau Fuchs eben sagte, der Arbeitsmarkt lag nicht komplett brach und ging gegen Null. Wir hatten auch in den Monaten März, April, Mai tatsächlich auch Arbeitsaufnahmen zu verzeichnen, sicherlich nur ein Bruchteil, und stellen jetzt fest, dass im Juni da schon wieder ein Anstieg der Arbeitsaufnahmen auch in unserem Kundenbereich wieder stattfindet. Das stimmt uns sehr froh. Und können Sie bestimmte Berufsgruppen ausmachen, die es besonders getroffen hat in der Zeit? Also wenn ich das jetzt mal auf Personengruppen mal runterbreche, die Branchen hat ja Frau Fuchs gerade geschildert, sind es bei uns zum Teil die Selbstständigen. Von den Anträgen, die ich gerade geschildert hatte, haben wir um die 160 Selbstständige, die bei uns tatsächlich auch einen Antrag auf Arbeitslosengeld II gestellt haben. Das macht ungefähr 20% aller Anträge aus, und die kommen aus den Bereichen Journalismus, Schausteller, Fotografen, der Bereich. Und wenn man sich nochmal auch den Personenkreis der Kurzarbeiter anschaut, dann ist es gut, dass es dieses Instrument gibt, aber vom Bruchteil der Personen reicht eben das Kurzarbeitergeld zum Lebensunterhalt nicht aus, und man hat die Möglichkeit, auch ergänzende Leistungen, Arbeitslosengeld II, zu beantragen. Hier hatten wir um die 130 Personen, die bei uns den Antrag gestellt haben, und die kommen im Prinzip auch aus dem Bereich Friseure, Verkauf, Gastronomie. Und welche Personengruppe natürlich auch noch betroffen war, besonders von der Krise, ist der Personenkreis der Flüchtlinge. Gerade eben in den Arbeitsmarkt integriert, waren es mit einer der ersten, die auch entlassen wurden. Und das hat sich jetzt in den letzten Wochen schwierig gestaltet. Sie hatten kaum eine Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Die Deutschkurse lagen brach durch den Lockdown, aber auch die Chance auf Arbeit war jetzt genommen, sodass sich das auch ein Stück weit problematisch darstellt. Welche Hilfe können Sie Menschen anbieten, die von Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosigkeit betroffen sind? Einfach der Reihe nach. Ich glaube, als erstes wäre ja mein Schritt zur Agentur für Arbeit, und im nächsten wäre ja das Jobcenter. Ne? Die meisten landen in der Regel als erstes oder kommen als erstes in der Regel zu uns. Natürlich bieten wir dann als erstes ein Beratungsgespräch an, im Moment eben vermehrt im Telefonischen und weniger persönlich, aber das erste ist eben das Beratungsgespräch. Und dann haben wir im Prinzip unser ganzes Maßnahmeportfolio, wie wir das nennen, zur Verfügung. Das heißt, wir können Bewerbungstrainings anbieten, Coachings, Orientierungshilfen, gerade für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade auch das erste Mal arbeitslos werden, hier Unterstützung anzubieten und Hilfestellung. Wie orientiere ich mich? Wie kann ich mich bewerben? Was ist das Richtige für mich? Natürlich Förderung der beruflichen Weiterbildung, also da, wo Qualifizierung notwendig ist, um irgendwie auf den neuesten Stand zu kommen, oder auch zu sagen, ich muss mich vielleicht umorientieren, also auch Umschulung und Ähnliches ist bei den entsprechenden Voraussetzungen möglich. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, können wir auch Eingliederungszuschüsse an Arbeitgeber zahlen, also je nachdem, wie die Voraussetzungen sind. Das muss natürlich geprüft werden. Und das Vermittlungsbudget, so nennen wir das, also Bewerbungskosten erstatten, Reisekosten zu Vorstellungsgesprächen etc. etc. Also da ist sehr viel möglich. Grundsätzlich führen wir ein Gespräch oder mehrere, gucken mit demjenigen individuell zusammen, was er braucht, führen eine Beratung durch und entscheiden dann am Einzelfall mit dem Kunden zusammen, was das Richtige und das Notwendige ist. Und da haben wir ein breites Instrumentenportfolio, das wir dann auch einsetzen wollen. Und bei Ihnen, Frau Geier? Im Prinzip sind analog die Fördermöglichkeiten der Agentur auch im SGB-II-Bereich tatsächlich möglich. Worüber ich mich sehr freue, ist, dass es gelungen ist, unsere Angebote auch digital und telefonisch auch weiter fortzuführen. Viele Teilnehmende waren auch wirklich dankbar, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter Kontakt gehalten haben, auch angerufen haben, um einfach auch mal zu fragen, wie geht's, weil ein gewisser Teil dieser Personengruppe auch wir der einzigste Kontakt nach außen hin waren.
Und seit Mai finden ja auch viele arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wieder im Präsenzunterricht statt, auch immer unter Einhaltung der Hygienestandards, sodass auch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, die ja in den letzten Wochen auch auf digital umgestellt wurden oder eben auch mit Hausaufgaben von zu Hause aus bewerkstelligt wurden, sind jetzt wieder im Präsenz möglich. Jetzt haben wir sehr viel gehört über Arbeitnehmer, wo sie Hilfe beantragen können, aber genauso prekär ist die Situation auf dem Ausbildungsmarkt. Also viele Auszubildende haben aufgrund der Corona-Krise eine Kündigung erhalten. Sie können ihren Arbeitsplatz oder ihren Ausbildungsplatz eben nicht starten, wie geplant im August und September. Die Bundesregierung hat Ende Mai ein neues Programm auf den Weg gebracht. Und Frau Fuchs, ich glaube, das kann man bei Ihnen beantragen. Und wer kann die Anträge stellen? Können Sie uns was zu dem Programm verraten? Soweit es im Moment bereits möglich ist, werde ich das gern gleich tun. Möchte ganz kurz noch mal vorab auch auf das Thema Ausbildungsmarkt grundsätzlich eingehen, weil Sie haben es gerade gesagt, das Ausbildungsjahr neigt sich dem Ende zu, aber es ist eben noch lange nicht so, dass es nicht mehr möglich ist, einen Ausbildungsplatz aufzunehmen. Ja, wir haben Hilfen für diejenigen, da komme ich gleich drauf, wo eventuell das bislang noch nicht geklappt hat, aber vor allen Dingen möchte ich noch mal den Appell aussprechen, auch an die Jugendlichen, ja, sich zu melden bei der Berufsberatung der Arbeitsagentur zum Beispiel, wenn Sie eben noch keinen Ausbildungsplatz haben, über unsere Hotline. Auch zum Beispiel, wir führen dann Beratungsgespräche durch und das Ausbildungsjahr ist eben noch nicht verloren. Also es gibt immer noch die Möglichkeit und da unterstützen wir und wollen in vermehrtem Maße ja auch zusammen mit dem Jobcenter zum Beispiel auch helfen, hier noch Ausbildungsverhältnisse zustande kommen zu lassen. Und da ist noch sehr viel möglich. Und ansonsten haben wir natürlich auch unsere Angebote, um Alternativen anzubieten. Also nicht zu Hause bleiben und sagen, das Jahr ist verloren durch Corona, sondern durchaus sich eben auch an die Berufsberatung der Arbeitsagentur wenden und sagen, könnt ihr mir helfen? Ich möchte einen Ausbildungsplatz haben. Gleiches gilt natürlich für die Arbeitgeber eben entsprechend auch auszubilden, denn die Jugendlichen, die sie heute ausbilden, sind eben die Fachkräfte von morgen. Also hier auch der ganz dringende Appell und dafür ist eben dieses Bundesprogramm ja auch ins Leben gerufen worden. Das wird bearbeitet werden, dann zum größten Teil von der Bundesagentur für Arbeit. Man ist aber eben im Moment noch in der Entwicklung der Umsetzung, das heißt die Anträge liegen noch nicht vor. Allerdings wird, wenn es dann zum Beispiel um die Ausbildungsprämie geht, die ich ganz kurz erläutern werde, es wohl auch so sein, dass eben nicht der Tag der Antragstellung relevant ist, sondern der Tag des Ausbildungsbeginns, ja, für die Prämie. Das schon mal vorab gesagt. Also, und es gibt eben unter anderem beinhaltet dieses Bundesprogramm die Ausbildungsprämie, die an kleine und mittlere Unternehmen gezahlt werden kann, also bis 249 Mitarbeiter, die massiv von Kurzarbeit betroffen sind. Das wird da dann näher definiert, was massiv bedeuten wird und die ihr Ausbildungsniveau halten in diesem Jahr im Vergleich zu den 3 Jahren davor. Die bekommen pro abgeschlossenem Ausbildungsvertrag 2.000 Euro einmal ausgezahlt als Prämie. Wenn ich mein Ausbildungsniveau steigere als kleines oder mittleres Unternehmen und massiv von Kurzarbeit betroffen bin, im Vergleich zu den letzten 3 Jahren gibt es 3.000 Euro Prämie, Einmalzahlung. Das ist eben diese Ausbildungsprämie, mit der man eben nochmal unterstützen will, dass auch entsprechend ausgebildet wird. Denn wie gesagt, wir brauchen die Auszubildenden ja auch in der Zukunft. Gleiches gibt es noch eine Übernahmeprämie, da sind wir bei dem. Ich bin in einem Betrieb, der jetzt Insolvenz angemeldet hat. Wenn ein kleines oder mittleres Unternehmen einen Auszubildenden aus einem durch die Pandemie entstandenen Insolvenz übernimmt, dann bekommt das übernehmende Unternehmen eine sogenannte Übernahmeprämie, die eben auch 3.000 Euro einmal beinhaltet. Das sind so die 2 ganz wesentlichen Eckpfeiler dieses Bundesprogramms. Und den Antrag kann man bei Ihnen stellen? Den Antrag kann man dann bei uns stellen. Es gibt die Antragsformulare im Moment noch nicht, aber der Antrag ist dann bei uns zu stellen. Und wie gesagt, da gilt nicht der Tag der Antragstellung, sondern dann der Ausbildungsbeginn. Thema Ausbildungsmarkt würde ich gerne noch mal anschließen. Wir für uns hier vor Ort im Landkreis Peine haben uns ja auch im Rahmen der Jugendberufsagentur auf den Weg gemacht und haben ja die prekäre Situation mit den Auszubildenden erkannt und haben uns zusammengeschlossen mit
der Berufsbildenden Schule, mit der Bundesagentur für Arbeit, Landkreis Peine und auch die Vito und haben zum Beispiel am 9. Juli eine Ausbildungsplatzbörse Drive-In auf dem Parkplatz der Berufsbildenden Schule ganz innovativ auf den Weg gebracht und danke auch nochmal für die Kurzfristigkeit der Organisation, damit wirklich, so wie Sie es auch gesagt haben, kein Jugendlicher verloren geht. Finde ich auch eine ganz schöne Chance nochmal für Arbeitgeber, aber auch für Auszubildende. Und was mir besonders gut gefällt, dass wir das super an unterschiedlichen Institutionen das gemeinsam auf den Weg bringen konnten. Systemrelevante Berufe, Frau Fuchs, gerade im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, aber auch im Einzelhandel haben in den letzten Wochen an Bedeutung gewonnen, aber eben auch sehr viel Solidarität erfahren. Erkennen Sie einen Werdewandel oder ist das ein aktuelles Phänomen, was wir gerade haben? Also ich sag's mal, ich finde das ganz toll, was in diesen Bereichen jetzt endlich auch an Wertschätzung entgegengebracht worden ist, denn wir haben einfach gesehen, wie wichtig die sind, ne? Für unser Leben, für uns alle, für unseren ganzen Alltag, was für eine Bedeutung diese Berufe haben. Also das ist erstmal für den Moment sehr schön. Diese Wertschätzung erleben wir alle, das haben Sie ja auch schon gesagt. Ich hoffe, dass sich ein solcher Wertewandel tatsächlich ergibt, wie Sie es gesagt haben, und dass es nicht nur ein punktuelles Phänomen ist, sondern dass es auch in Erinnerung bleibt über die Krise hinaus. Denn ich weiß nicht, die Betroffenen aus diesen Bereichen, ob die immer Wertschätzung erfahren haben, das mag ich zumindest zu bezweifeln. Also ich hoffe sehr, dass das nachhallt und dass das eine der positiven Nachwirkungen ist, die wir aus dieser Krise mitnehmen. Dass es eben da dann auch in der Zukunft diese Wertschätzung gibt. Und man muss natürlich auch sagen, das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, dass ich mir vorstellen kann, dass für die Betroffenen nicht nur die Wertschätzung so eine Wertschätzung ist. Das ist jetzt eine persönliche Einschätzung von mir, dass es sicherlich zu dieser Wertschätzung für die Betroffenen auch gehört, dass es auch eine entsprechende monetäre Wertschätzung an dieser Stelle gibt. Aber das ist eben auch ein politisches Thema und eine politische Entscheidung. Grundsätzlich möchte ich sagen, dass zu den systemrelevanten Berufen ja auch die Bundesagentur für Arbeit, die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit gehören. Und da haben, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, unsere Mitarbeiter in dieser Zeit wirklich einen super, super Job gemacht. Die haben innerhalb kürzester Zeit sich in ganz neue Aufgabengebiete eingearbeitet, in diversen Arbeitszeitmodellen gearbeitet, alle möglichen Überstunden gemacht, damit eben Kurzarbeitergeld ausgezahlt werden kann, damit Anzeigen bearbeitet werden können, Anträge, damit die Kunden beraten werden können am Telefon zu ihren Ängsten, Sorgen und Nöten. Und da haben alle an einem Strang gezogen, völlig egal, aus welchem Bereich sie kamen. Und das hat unglaublich gut geklappt. Und da erleben wir tatsächlich im Moment auch Wertschätzung von allen Seiten. Das kann ich nicht anders sagen. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass das auch nachhaltig ist. Denn auch die Mitarbeiter der Arbeitsagenturen und auch der Jobcenter, bekommen eben auch nicht immer diese Wertschätzung entgegengebracht. Und auch die arbeiten eben jeden Tag daran und daran mit, dass alle Menschen eben dann entsprechend auch ihr Geld bekommen und versorgt werden, die in diesen Notsituationen sind. Das ist ein Riesenauftragsvolumen oder Abarbeitungsvolumen, was Sie wirklich die letzten Monate gewuppt haben. Aber ich möchte eher den ersten Punkt nochmal mit aufgreifen, den Sie auch genannt hatten. Der Mensch ist doch ein Produktionsfaktor, also ein Kostenfaktor in einem effizient geführten Betrieb. Frau Geier, erkennen Sie ein Umdenken in den Chefetagen, dass es eben nicht nur um monetäre Sachen geht, dass der Mensch halt arg teuer ist oder dass halt höhere Gehälter gezahlt werden müssen? Ich glaube, das größte Gut, was ein Unternehmen hat, ist tatsächlich der Mitarbeiter. Und auch die letzten Jahre oder Jahrhunderte war es so, wie Sie es gerade geschildert haben. Die Frage ist, ist es tatsächlich jetzt immer noch so? Und ich glaube, das hat jetzt mit Corona nicht unbedingt einen Wandel erfahren. Das war auch tatsächlich im Vorfeld schon, dass sich Arbeitswelt ja auch verändert. Und auch die Ansprüche der jungen Menschen, unsere Nachwuchskräfte, sind ganz andere Erwartungen an den Job, an das Unternehmen, als wir es vielleicht noch vor 20 Jahren kannten. Und da kommt es schon drauf an, wie digital ist ein Unternehmen aufgestellt, diese Generation wächst so auf. Wie modern ist es, wie attraktiv bin ich auch als Arbeitgeber, um Personal zu gewinnen, aber auch zu halten. Das ist ja auch eine ganz spannende Sache, die man nicht aus dem Blick verlieren darf. Und ich glaube, Führung auf Augenhöhe und Mitbestimmung und Mitgestaltung der Mitarbeiter ist ganz, ganz wichtig. Und dann ist man als Unternehmen gut beraten, wenn man da für sich auch einen Wandel vornimmt und auch ein Umdenken passiert. Aber ich glaube, da sind viele Unternehmen auf einem guten Weg.
Das sind schöne Schlussworte eigentlich schon. Und es tut mir schon fast leid, dass unsere Runde so zu Ende geht. Ich würde am liebsten noch ein bisschen weiter fragen, weil wir haben uns jetzt so schön warm geplaudert hier. Frau Fuchs, haben Sie einen Wunsch für die Zukunft oder würden Sie auch gerne ein bisschen was mitnehmen aus der Corona-Krise, aus der Corona-Zeit? Ja, da kann ich bestimmt auch ein bisschen, Sie haben es ja am Anfang schon gesagt, auf die Frage am Anfang eingehen oder das nochmal mitnehmen. Also zum einen wünsche ich mir oder nehme ich mit und wünsche mir, dass das auch so fortgetragen wird, dass wir eben schon auch darauf gucken, dass wir, wenn wir gemeinsam Dinge auch erarbeiten und bearbeiten und da auch zusammenstehen, dass wir eben sehr viel Positives bewirken können. Ich denke, das hat diese Corona-Krise einfach ganz eindeutig gezeigt und zwar viel mehr, als wir eigentlich vielleicht auch geglaubt haben. Das bezieht sich vor allen Dingen eben auch auf die Arbeitswelt und das möchte ich auch unbedingt mitnehmen. Zum einen das Thema, was wir eben hatten, dieses Thema der Wertschätzung, dass wir eben uns erinnern daran, was und wie wichtig Dinge sein können in Krisensituationen und auch darüber hinaus und das auch entsprechend wertschätzen, auch in der Zukunft und aber auch diese ganzen positiven Effekte, die wir erfahren haben, sowas wie, was wir hatten, Homeoffice, aber auch die ganze Digitalisierung, die ja durch einen massiven Schub bekommen hat und auch Arbeitserleichterungen geschaffen hat und Arbeitsprozesse ja auch verändert hat zum Positiven, sage ich mal, dass wir das mitnehmen und weiterentwickeln, sei es über für uns, bei uns im Bereich über Videoberatungen, Skype-Konferenzen etc. Also, dass wir das noch mehr in unserem Arbeitsalltag und auch in unserem privaten Alltag integrieren, soweit es eben positiv nutzbar ist. Ja, das sind meine Wünsche unter anderem. Frau Geier, haben Sie Wünsche oder können Sie einen Ausblick geben? Ja, also ich wünsche mir tatsächlich für die Zukunft, dass wir alle unbeschadet durch diese Zeit kommen. Und derzeit haben wir ja infizierte Personen auf null stehen. Das würde ich mir wünschen, dass wir das für den Landkreis Peine auch weiter so beibehalten können. Bin da auch guter Dinge, wenn wir alle auf uns selber ein Stück weit auch wieder achten und weiter achten. Und auch ich möchte jetzt nochmal an der Stelle die Gelegenheit nutzen, auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jobcenters zu danken. Natürlich auch der Bundesagentur für Arbeit. Es war für alle die letzten Wochen und Monate eine große Herausforderung. Die Arbeit in den Jobcentern ist sehr, sehr anspruchsvoll und das, was die Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen wirklich geleistet hat, gebührt Respekt und bedanke mich wirklich für diese Motivation und Flexibilität, gerade auch im Hinblick darauf, dass sich ja Rechtsänderungen sehr kurzfristig verändert und ergeben haben, worauf sich die Kollegen einstellen mussten. Und dann wirklich auch in dem Hinblick mit dem Spagat Vereinbarkeit Familie und Beruf, was für viele Familien und Mitarbeiter eine große Herausforderung war, die Kinder im Homeschooling zu versorgen und zu betreuen, aber auch die volle Konzentration in ihrem Job. Das ist nicht selbstverständlich und an der Stelle nochmal vielen Dank. Erst jetzt am Ende der Sendung merke ich eigentlich, was Sie auch gewuppt haben, egal ob bei der Agentur für Arbeit oder im Jobcenter und dass Sie eben auch für Ihre Kunden und Klienten halt da waren und alles möglich machen wollten halt, um eben auch Hilfe zu leisten, wo Hilfe notwendig war. Ich danke Ihnen beiden. Das war sehr informativ, sehr kurzweilig auch und vielen Dank für die schöne Sendung. Liebe Zuschauer, wir pausieren für 4 Wochen und nehmen eine kleine Auszeit von Nachgefragt, bleiben aber mit unserer Redaktion weiter am Ball, in der Wirtschaft, in der Politik oder auch im Gesundheitswesen. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder, Mitte August. Bleiben Sie gesund. Bis dann. Jetzt wird in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Schaka!